Der ganze Umbau des Motors auf Alkohol, das haben sie alles in Eigenleistung selber so gebaut. Erster Starter der Light Modified. The Bear aus Luxemburg. Die Puller 2000-Reifen beißen noch nicht so richtig in die Bahn. Aber auch da muss man zusagen, auch dieses Fahrzeug nagelneu. Videofunktion an, wir machen den Tag zur Nacht. Ich versprich's euch. Und die Corona wird mächtig Gas geben dann auf. Wie gesagt, Telefon hier raus, es wird wirklich Nacht werden. Ich versprich's euch. Diese Turbolader drauf, diese zwei Stück, die heizen kräftig ein. Ja, gerade für Corinna war es natürlich besonders schade, die zwei Jahre. Sie hätte hier eigentlich mit 16 Jahren darf man so einen Trecker fahren, mit 16 hätte sie fahren sollen. Und dann aus bekannten Gründen mussten die letzten zwei Jahre leider ausfallen. Inzwischen ist sie 18 Jahre alt. Darf jetzt diesen Traktor von ihrem Vater fahren. Final Destination! Hat sich aber dann umentschieden. Ich glaube, sie hat Angst gehabt, weil die sind ja schon so wackelig. Und da kam jetzt mal, bevor sie was kaputt macht. Motoren laufen schon mal, aber das ist jetzt Stadtgas. Dieses leichte Geblubber. Gleich, wenn der Gas gibt, dann wird es richtig laut. Zum ersten Mal heute hier im Stadion in Krummer Breitental. Grüne Flagge für Dirk Wessel. Green Monster. Komplett mit einzelner Bremse. Das ist alles gesteuert hier. Das herrscht.
Oh je, je. Aber Serge, ich glaube, es ist da kein 0-0. Da wollen sie dann irgendwann mal vorne angreifen. Iveco Truckmotor 8280 mit 17 Liter Hubraum, 3500 Umdrehungen soll der Motor machen. Aber nein, er winkt ab. Das Knallen ist natürlich nicht normal aus den Turbos. Wenn da Backfires kommen, wenn da Sprit, der nicht im Zylinder verbrannt wird, irgendwo noch in die Turbos kommt. Diese wirft die Luft sofort auch mal. Das sind diese Klappen vorne von den Turbos. Die hat Karl gerade nochmal aufgezogen. Jetzt läuft der Transmasch. Und wir hoffen, dass es besser läuft als im ersten Durchgang für Final Destination und Corinna Helmrecht. Und mit 70 Metern 34 auch eine deutliche Verbesserung zum ersten Lauf. Der Kartel hat das völlig gut kommentiert zu reparieren. Und jetzt schauen wir mal seinen zweiten Versuch auf Money Pit 1, Simon Pop. Guckt er mal an. John van Alphen steht hier hinten auf der Bank, guckt sich das genau an. Komm, bring in die Bar. Oh, Riverstar. Komm. Die beiden Teams wissen, wie man mit Allisons pullen muss. Und wir hoffen, dass jetzt hier beim Money Pit 1 alles funktioniert. Es ist, liegt irgendwie am Sprit. Das hat der Daniel gemeint. Es kommt nichts an. Oder die Möglichkeit nutzen, sich sechs Plätze zurücksetzen zu lassen. Ich weiß nicht, ob Serge wird ja nicht nochmal kommen. Dann hätten wir auf jeden Fall den The Bear nochmal dazwischen. Dann haben sie noch ein paar Minuten Zeit. War jetzt auch der Tipp von John van Alphen. Stefan, die Entscheidung ist gefallen. Der Hubert hat gesagt, wir lassen uns zurücksetzen. 33,74 war es im ersten Lauf. Den hat er als Test bewerten lassen. Eben kam er dann gar nicht vom Start weg. Jetzt hoffentlich den Motor ein bisschen magerer gestellt, aber er nimmt noch kein Gas ab. Er schiebt den Hebel nach vorne, aber der Motor dreht nicht hoch. Die Kupplung drückt nicht gegen. Das ist er ganz kann deutlich. Keinen Ladedruck aufbauen. Genau. Es funktioniert! Es funktioniert wieder! 61,09 im ersten Durchgang. Was schafft er im zweiten Lauf? 65,71. Verbesserung reicht nicht für Platz 3, aber ich denke, das Team kann zufrieden sein.